Hallo und herzlich willkommen zur 10. parapsychologischen Vorlesung. Das ist der zweite Teil zum Thema Evanesketie. Wir haben ja in Teil 1 uns sozusagen mit dem wissenschaftlichen Background und mit Erklärungsversuchen beschäftigt. Und jetzt kommt, wie versprochen, bei Teil 2 auszugsweise zumindest ein Teil der Berichte, die wir haben. Also wir haben ein paar mehr, wir haben so ungefähr 15 Stück. Aber die, ich sag mal, spannendsten möchte ich euch hier gerne vorstellen. Wahrscheinlich auch ein paar der bekanntesten. Vielleicht kennt der eine schon den ein oder anderen Fall hier. Fangen wir an mit England, Thema die Fremden. Zugetragen im Winter des Jahres 1904 zu 1905 tauchten in England zwei vollkommen nackte Männer auf. Niemand wusste, woher diese stammten, und sie selbst konnten sich nicht verständigen, da sie eine unbekannte Sprache sprachen. Sie hatten auch ein Buch bei sich gehabt, das ebenfalls Texte mit einer unbekannten Sprache aufwies. Wahrscheinlich war es dieselbe, die sie gesprochen haben, wäre zumindest logisch. Und in dem Buch waren auch Zeichnungen, die man nicht zuordnen konnte. Man hat also weder verstanden, was sie sagten, noch konnte man in dem Buch irgendwie Erkenntnisse gewinnen, worum es sich hierbei handeln sollte. Und vielmehr ist über den Fall tatsächlich dann auch nicht bekannt. Man weiß halt nicht wirklich, wie das weiterging. Die sind dann einfach ja wieder gegangen, nicht verschwunden in dem Sinne, sondern die sind dann einfach wieder gegangen, ohne dass die Sache jemals aufgeklärt wurde. Und das bringt uns zu zweitens Hotel Uncle Sam, zugetragen in Winter 1936 in Detroit. Da hat ein Mann ein Zimmer des Hotels Uncle Sam gemietet. Und wie er der Rezeption berichtete, hat er einen Autounfall gehabt und würde nun auf einen Freund warten. Es verging ein bisschen Zeit, es wurde Abend und abends ging dann der Gast zur Theke und klingelte bei dieser. Niemand kam, daher betrat er den Gang hinter der Theke auf der Suche nach jemandem, um sich zu beschweren. In den Gang traf er dann auf eine Serviceangestellte, die sich zunächst erst einmal entschuldigte. Auf einmal wurde es ganz plötzlich dunkel und das Mädchen stieß einen Schrei aus, da der Mann plötzlich anfing, blau zu leuchten oder zu strahlen. Er hatte also sowas wie eine Aura bekommen und strahlte selber blau. Und als er das selber dann auch bemerkte, floh er die Treppe hinab durch den Speisesaal hinaus in die Nacht. Der Hotelbesitzer versuchte noch, ihn aufzuhalten, also er stellte sich ihm dann sozusagen im Weg. Doch als er ihn berührte, bekam er einen elektrischen Schlag, der ihn zu Boden warf. Und damit war er halt ausgenockt in dem Sinne und der Mann konnte entkommen. Daraufhin wurde die Polizei eingeschaltet und das Hotelzimmer des Mannes wurde durchsucht. In sein Hotelzimmer fand man einen Brief, in dem stand, dass er auf einem Harry wartete, was wahrscheinlich, wie man vermuten möge, der angesprochene Freund war. Von diesem Harry braucht er Hilfe, weil er sonst, Zitat, für immer in einer Zeit leben muss, die nicht die seine ist. Die anderen Gäste wurden vernommen und einige davon gaben an, dass sie den Mann im selben Jahr noch in New York gesehen hätten, wo er ebenfalls in dem blauen Licht verschwunden war. Der Mann wurde seitdem nicht mehr gesehen und seine Spur, ja, verlief sich. Man hat ihn halt auch draußen nicht gefunden, als man gesucht hat. Wer weiß, was passiert ist. Aber von den ganzen Notizen und den verdächtigen Verhalten erweckt es zumindest den Eindruck, dass er Zeit- und oder Dimensionsreisender war. Dann kommen wir zum Mann aus Tuareg. Das war passiert im Jahre 1954 in Tokio. In Japan, da hat ein Mann versucht, in ein Hotel einzuchecken. Und die Rezeptionistin ist ein bisschen skeptisch geworden, als sie auf einmal seinen Pass sah. Der erschien ihr nämlich gefälscht und deswegen informierte sie dann die Polizei. Die Polizei kam dann natürlich, überprüfte den Mann, schaute sich den Pass an, vernahm ihn ein bisschen und kam am Ende zu dem Schluss, dass der Pass keine Fälschung war. Der Pass war jedoch von der Regierung Tuareg ausgestellt, die auch von der Polizei nicht ausfindig gemacht werden konnte und wo sich dann herausstellte, das war eigentlich so der Hauptskepsispunkt von dieser Rezeptionistin, dass sie die Regierung nirgendwo fand, also auch nicht in ihren Daten und den Pass daher auch gar nicht kannte. Der Mann gab an, dass seine Regierung sich über den größten Teil der Sahara erstrecken würde und zwar von Mauretanien im Westen bis zum Sudan im Osten. Auf die Frage hin, was denn der Zweck seines Besuches sei, gab er an, dass er für sein Land hier Waffen erwerben wolle. Jetzt wird es ein bisschen komisch, allerdings andere Länder, andere Sitten. Der wurde auf einmal auf jeden Fall festgenommen
Und da auch eine weitere Überprüfung keinen Hinweis darauf ergab, dass es die besagte Regierung gibt, wurde er für verrückt erklärt und in eine geschlossene Anstalt gesteckt. Wichtiger Hinweis, in der Sahara gibt es wirklich ein Volk, das zumindest ähnlich klingt. Das heißt nicht Tuareg, sondern Tuareg. Das ist aber nicht als Regierung organisiert und stellt normalerweise auch keine Pässe aus. Also die Frage ist natürlich, war er denn jetzt wirklich verrückt? Hat er sich den Pass selber gemacht? Warum hat er das gemacht? Warum dann auch so auffällig? Das sind alles sehr, sehr seltsame Fragen. Es steckt auf jeden Fall eine gewisse Intention und eine Mühe dahinter, kann man auf jeden Fall festhalten. Und ja, vielleicht ist es da tatsächlich so, dass er wirklich aus einer alternativen Zeitlinie, Dimension, wie auch immer stammt, wo das Volk der Tuareg sich wirklich entwickelt hat und ja, er, sag ich mal, hier gelandet ist. Ich meine, ich glaube, wir alle kämen nicht so direkt auf die Idee, ein Hotel einzuchecken und der Polizei dann zu sagen, wir sind dort, um Waffen zu kaufen. Also durchaus vielleicht verrückt. Auf der anderen Seite, wenn er nicht verrückt war, immerhin hat er einen legitimen Pass gehabt, der nicht als Fälschung entlarvt werden konnte und auch die Polizisten ja, ihn für echt befunden haben. Stellt sich natürlich die Frage, wie viele Leute sind in geschlossenen Anstalten, die vielleicht gar nicht verrückt sind, sondern einfach nur Sachen wahrgenommen oder erlebt haben, die andere vielleicht einfach nicht akzeptiert haben. Das ist natürlich jetzt, gebe ich ganz offen zu, ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, keine Frage. Aber ich wollte diesen Denkanstoß zumindest gerne mal anregen, da das durchaus eine realistische Möglichkeit ist, weil ne, man findet ja keine Beweise in diesem Bericht, warum er sonst noch verrückt sein könnte, außer dass er einen Pass von einer anderen Regierung hatte und sagte, er käme von der. Es ist jetzt nicht so, dass er ja, sich anderweitig verrückt verhalten hätte. Vielleicht allerdings auch, das ist ja jetzt nicht der originale Polizeibericht, wer weiß, was in den Akten von denen steht. Viertens, die Geister von Versailles, auch bekannt als die Geister von Petit Trianon, oder der Mobberly-Jordan-Vorfall. Vorab möchte ich mich entschuldigen, das passiert alles, wie man es wahrscheinlich vermuten wird, in Frankreich und ich bin des Französischen nicht annähernd mächtig. Ich werde also, behaupte ich mal, jedes zweite Wort falsch aussprechen, was hier gleich als Eigenname auftaucht. Und das ist wahrscheinlich der bekannteste Fall oder best ja, dokumentierteste Fall von Evanes Kéty, den es gibt, der aber als Geisterphänomen zunächst eingestuft wurde, weil man sich damals noch nicht mit dem Begriff so befasst hatte und ja eigentlich sehr zweifelhaft erscheint und deswegen in der Literatur in der Regel als Beweis dafür gilt, dass einfach sich die Geschichte ausgedacht wurde. Wir schauen uns das jetzt aber mal unter den Gesichtspunkt Evanes Kéty an, denn da würde es wahrscheinlich am ehesten hinpassen, denn wenn man hier Geister unterstellen würde, dann wäre es so, als wenn auf einmal hunderte von Geistphänomenen mit ganzen Räumen und Gebäuden aufgetaucht wären, also eine Evanes Kéty, dass die betroffene Person hier also, ja ich sag mal, eine Dimension oder eine alternative Raumzeit durchschritten haben und diese erlebt haben und das hier berichten, ist deutlich wahrscheinlicher, als dass hier auf einmal so viele Geisterscheinungen parallel passieren. Gut, wird auch das längste hier in den Videos sein, also fangen wir an. Es geht um Charlotte Anne Mobley, 1846 bis 1937 hat sie gelebt. Sie war die Assistentin der Leitung des St. Hugh's College in Oxford und ihre Freundin Eleanor Jordan, 1863 bis 1924, welche als Rektorin desselben fungierte, besuchten am 10.08.1901 das Schloss Versailles. Nach der Besichtigung beschlossen die beiden Frauen, durch die Gärten mit dem Ziel des Petit Trianon zu laufen. Das ist das kleine Lustschloss, da wollten sie wohl hin. Und sie liefen halt dann durch die Gärten und erreichten das Grand Trianon, das ist das große Lustschloss. Und das war für die Öffentlichkeit geschlossen, weswegen sie das natürlich dann auch nicht weiter besichtigt haben. Sie liefen weiter und verliefen sich, da sie die Abzweigung zur Allée de Deux Trianons, keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist, also quasi gesprochen die Hauptstraße verpasst hätten. Gut, sie liefen also an ihrem eigentlichen Ziel vorbei und landeten in der Gasse, wo Mobberly eine Frau bemerkte, welche ein weißes Tuch aus dem Fenster schüttelte. Jordan erinnerte sich an ein altes Bauernhaus, vor dem sich ein alter Pflug befand. Ob es jetzt dasselbe Gebäude war, kann man nicht sagen.
Ab da verspürten beide Frauen ein Gefühl der Unterdrückung und Tristesse, das haben sie auch wirklich so geschrieben, das Mobberly wie folgt beschreibt: Plötzlich wirkte alles unnatürlich und deshalb unangenehm. Selbst die Bäume schienen flach und leblos zu werden, wie in Wandteppich verarbeitetes Holz. Es gab keine Wirkung von Licht und Schatten und kein Wind bewegte die Bäume. Sie trafen dann auf Männer, die laut Mobberly aussahen wie sehr würdige Beamte, gekleidet in langen, graugrünen Mänteln mit kleinen, dreieckigen Hüten, und welche ihnen sagten, sie sollen geradeaus weitergehen. Jordan bemerkt an dieser Stelle ein Häuschen, in dessen Tür eine Frau stand, welche ein Mädchen einen Krug hinhielt. Nichtsdestotrotz befolgten sie den Rat der beiden Männer und gingen weiter und erreichten so den Rand eines Waldes in der Nähe des Tempel de Amor, also Tempel des Amor. Hier wird oft auch Tempel der Liebe gesagt, das ist aber nicht richtig. Das ist wirklich der Amor-Tempel. Das sind nicht dieselben Sachen. Dort sahen sie einen Mann, welcher laut Mobberly höchst abstoßend war. Sein Ausdruck war abscheulich. Sein Teint war dunkel und rau. Er saß neben einem Gartenkiosk, trug einen Umhang und einen großen Schattenhut. Jordan bemerkte, der Mann drehte langsam sein Gesicht, das von Pocken gezeichnet war. Sein Teint war sehr dunkel. Der Ausdruck war böse und dennoch unsichtbar. Und, obwohl ich nicht das Gefühl hatte, dass er uns besonders ansah, verspürte ich einen Widerwillen, an ihm vorbeizugehen. Links nebenbei ist eine Zeichnung, wie er damals ausgesehen hat, also noch eine damalige. Die Frauen haben ihn halt identifiziert nach ein paar Recherchen, da kommen wir gleich in Detail zu, und meinten, das wäre er gewesen. Ich finde nur, ihre Beschreibung und das Bild decken sich meines Erachtens nicht unbedingt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich war natürlich nicht dabei gewesen. Vielleicht haben sie sich auch wirklich nur schlecht ausgedrückt. Man weiß das ja von Phantomzeichnungen und Beschreibungen von Zeugen, die bei der Polizei abgegeben werden. Diese sind meistens nicht wirklich gut. Später recherchierten sie und kamen zum Schluss, dass es sich um den Comte de Vaudreuil, schätze ich mal so ähnlich, das ist ein Nobelmann zur Zeit von König des Ludwig des 16. handeln könnte. Beide gaben an, dass dieser Bekleidung eines Mannes war, welcher sehr groß war und große dunkle Augen und krauses, lockiges schwarzes Haar unter einem großen Sombrero-Hut aufwies. Die beiden Männer kamen auf sie zu und zeigten ihnen schließlich den Weg zum Petit Trianon. Auf dem Rückweg zum Palast durchschritten die beiden Frauen erneut die Gärten, wo Mobberly, nachdem sie eine Brücke überquert hatten, eine Dame bemerkte, welche im Gras saß und die Gärten zeichnete. Das soll sie gewesen sein, auch wenn sie zu dem Tag, wo es beschrieben war, ein bisschen anders aussah. Denn wie ihr hört, die Dame trug angeblich ein leichtes Sommerkleid sowie einen schattigen, weißen Hut, unter dem ihr zahlreiches, blondes Haar hervorkam. Mobberly identifizierte sie als Marie Antoinette, das ist auch das Bild von ihr, was aber der Beschreibung zumindest zu dem Zeitpunkt nicht ähnelt. Jordan sah die Frau jedoch nicht. Mag sein, dass er sie nicht wahrgenommen hat, dass sie in eine andere Richtung geschaut hat, oder da ja mehrere Menschen da waren, sie für sie gar nicht aufgefallen war. Wieder zu Hause stellten sie nach einer Woche Recherchen an und besuchten später die Anlagen erneut. Also es hat auch tatsächlich eine Woche gedauert, ehe die beiden Frauen sich zusammengesetzt haben und dieses Erlebnis, ich sag mal, psychologisch verdaut hatten und bereit waren, miteinander zu reden, obwohl sie es zusammen erlebt haben. Als sie die Anlagen dann halt erneut besuchten, konnten sie weder den Weg nachvollziehen, den sie gegangen waren, noch konnten sie das Kiosk oder die Brücke wiederfinden. In Recherchen zufolge ist es auszuschließen, dass sie auf eine private Party mit altem Motiv getroffen waren, da es dazu keine Buchungen gab. Der Autor Philippe Julien stieß bei seinen Recherchen zur Biografie des Dichters Robert de Montesic oder so ähnlich, 7. März 1855 bis 11. 12. 1921, auf dessen Angabe, dass er oftmals zu dieser Zeit Partys auf dem Gelände abhielt und die Frauen vielleicht einfach in eine schwule Kostümparty geplatzt seien, das ist wörtlich zitiert, wobei der pockennarbige Mann Montesic selbst hätte sein können.
Hat also tatsächlich dann auch gesagt, die Frau, die sie gesehen hat, das wäre vielleicht eine Crossdresserin oder eine Transvestitin gewesen. Und hat halt spekuliert, ja, die Frauen, die haben es halt alles so ein bisschen falschen Hals bekommen. Die sind da einfach so in eine Kostümparty geplatzt, ohne es zu merken, weil sie sich verlaufen haben. Und haben auf einmal gedacht, sie wären hier in einer anderen Zeit gelandet. Einstufung. Es ist auffällig, dass die Frauen sich teilweise nicht an dieselben Dinge erinnern, obwohl sie zusammen alles erlebt haben. Also sie waren ja zu keiner Zeit dort getrennt, sie sind da ja zusammen langgeschlendert. Man möchte also annehmen, dass ihre Berichte sich zumindest großteils decken. In Details kann sowas natürlich variieren, keine Frage. Und der eine guckt vielleicht nach links, der andere guckt nach rechts und dann sieht man halt verschiedene Dinge, die der andere nicht sah. Aber es gibt halt doch viele Abweichungen. Das wird auch deutlich in den verschiedenen Veröffentlichungen von diesen und gilt offiziell als Begründung dafür, dass die beiden Frauen sich einfach geirrt hatten. Also sie hatten nach den Erlebnissen Buch rausgegeben von ihren Erlebnissen und es wurden dann später neue Auflagen gemacht. Es kam dann auch noch, ich sag mal, ein bisschen Erweiterung und so dazu. Und jedes Mal wurde laut Analyse eigentlich die Geschichte, ja, ich sag mal, ein bisschen mehr ausgeschmückt, um das mal höflich zu formulieren. Und die Erzählungen änderten sich in verschiedene Details dann auch und wichen immer weiter voneinander ab. Was natürlich ein Fakt dazu ist oder sein kann, dass das alles ein Ausdruck war. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, weil die Zeit vergangen ist, dass man einfach ein paar Sachen ja vergessen hat. Unser Gehirn ist so gebaut, dass wenn es eine Lücke hat, es ohne dass wir das mitkriegen, das passiert alles im Unterbewusstsein, diese Lücke mit einem Szenario füllt, das für das Gehirn plausibel ist. Simples Beispiel: Ich habe hier auf meinem Schreibtisch eine Packung Taschentücher liegen. Jetzt behaupte ich mal ganz aus Scherz, keine Ahnung, die Taschentücher würden sich um 90 Grad drehen, das nächste Mal, wenn ich in die Richtung schaue. Selbst wenn mir das auffallen würde, würde mein Gehirn aber daraus machen, dass ich das wahrscheinlich umgedreht habe, selbst wenn ich das vielleicht gar nicht war. Es ist also so eine Sache, wie weit emotional eingreifend das ist und ob das Gehirn so eine Brücke gebastelt hat oder nicht. Auf der anderen Seite handelt es sich um gebildete Frauen. Also wir hatten hier die Rektorin und die Assistentin des St. Jude's College in Oxford, welche eigentlich nicht so leicht zu täuschen sein sollten. Immerhin, akademisch gebildete Frauen müssten doch in der Lage sein, zwischen Realität, Irrtum, Wahrheit und Fiktion unterscheiden zu können. Es bleibt also die Frage, die ich natürlich auch nicht abschließend klären kann. Handelt es sich um Lügnerinnen, die Bücher veröffentlicht haben, in der Hoffnung, Gewinne zu machen? Oder wurden sie bewusst diffamiert durch Dritte, indem man gesagt hat, jo, uns reicht das, diese ganzen Sachen, die hier sind, um das als Fake abzutun? Ich kann es euch tatsächlich nicht sagen. Ich selbst finde die Argumentation auch lückenhaft. Ich kann aber nicht einschätzen, ob das halt bewusste Lücken sind. Oder ob diese Sachen tatsächlich stattgefunden haben und man nur versucht hat, ihn jetzt im Nachhinein als Lügnerin darzustellen, weil die Sachen einfach zu unglaubwürdig erschienen. Also beide Seiten haben Indizien, aber keine Seite hat wirklich echte Beweise dafür. Genauso diese Sache mit den einen ja, Dichter, der da gerne solche Partys abhielt, das mag sein. Aber ein konkreter Beweis, dass an dem Tag, wo die da waren, so eine Party stattgefunden hat, konnte der Biograf nicht liefern. Auf der anderen Seite haben die Frauen behauptet, es wäre nichts gebucht gewesen an den Tag, was aber auch nicht wirklich bewiesen werden konnte. Es scheint darüber keine Aufzeichnungen zu geben, zumindest heutzutage nicht mehr, die nachvollziehbar sind. Das ist so eine Sache, wo jeder selber einschätzen muss, was hält er für glaubwürdiger. Wie gesagt, beide Seiten haben für und wider, aber diese Sache muss man hier halt mal vorstellen. Ich selber tendiere dazu, dass, oder ich stelle darauf ab, sage ich mal, dass es gebildete Frauen waren und ich mir nicht vorstellen kann, dass sie oder warum sie lügen sollten, um das Buch zu verkaufen. Okay, wäre ein Motiv. Weiß nicht, ob das ein so guter Plan war. Auffällig, wenn man ein bisschen recherchiert, ist, dass sie später noch ganz andere solche Sachen erlebt haben, die auffällig sind. Verschiedene Museen haben Geister von verstorbenen Personen zu ihnen gesprochen. Also entweder waren sie medial veranlagt oder sie waren halt wirklich Lügnerin. Wirklich sehr, sehr schwer einzuschätzen. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, das ein bisschen klarer ist, die Bassstraße.
Die Bassstraße ist ein Kanal zwischen Australien und Tasmanien. Und da verschwinden ab und an mal Flugzeuge, ähnlich wie beim Bermuda-Dreieck. Ja, das Bermuda-Dreieck ist wahrscheinlich der beste und größte Ort für Evanescatie, den es gibt, von dem jeder auch was gehört hat. Aber er ist so groß umfangreich, dass der diese Vorlesung hier einfach sprengen würde. Wir sitzen an den Recherchen dran, diese Akte irgendwann mal vollzubekommen. Die wächst dann im Umfang immer weiter, weil wir möchten sehr, sehr gerne das komplett haben und idealerweise auch chronologisch. Es gibt spannende Thesen zum Bermuda-Dreieck, was da alles so sein kann. Methangas, atmosphärische Störungen und so weiter. Das sind sehr viele spannende Dinge. Aber wenn das mal irgendwann fertig recherchiert sein sollte, wird es dazu eine eigene Vorlesung geben, weil die 30 Folien, die ich immer versuche ungefähr zu machen, werden hier definitiv gesprengt. Aber zurück zur Bassstraße. Während des Zweiten Weltkrieges verschwanden hier, ohne dass es jemals zu Kampfhandlungen kam, 17 Flugzeuge. Also die sind nicht irgendwie abgeschossen worden oder so, die sind einfach ja, verschwunden, weg vom Radar und so weiter. Im Oktober 1978 verschwand hier der Pilot Frederick Wallentisch samt Flugzeug, nachdem er gemeldet hatte, dass er ein Flugobjekt sah, das viel schneller als seines war und ein grünes Licht emittierte. Er ist nebenbei nicht der Einzige, der sowas bemerkt hatte. Es gibt es in verschiedensten Fällen. Diese Beschreibungen werden Foo Fighters genannt. Dazu gibt es aber später eine eigene Vorlesung. Dieses Licht auf jeden Fall kehrte mehrmals zu ihm wieder. Und sein letzter Funkspruch zu Robbie, welcher für den Flugverkehr in dieser Region zuständig war, war voller Panik und Verwirrung und lautete, Zitat: Ich habe die Absicht, nach Krieg Island, nach Melbourne zu fliegen. Dieses eigenartige Flugzeug schwebt schon wieder über mir. Es schwebt in der Luft und es ist gar kein Flugzeug. Eine umfassende Such- und Rettungsaktion wurde eingeleitet, die zu Land, Wasser und der Luft nach ihm suchte, doch sie fanden weder ihn noch eine Spur von seinem Flugzeug. Das ist ein Bericht, der bei uns unter Evanescatie geführt wird, weil es hier hauptsächlich um Verschwinden geht. Man kann ihn aber auch zur Xenologie packen, also zu allem, was sich mit Aliens, UFOs, Artefakten, die nicht irdischen Ursprungs wahrscheinlich sind und so weiter, gliedern lassen würde, weil diese Foo Fighter genannten Sachen ähnlich sich verhalten und eventuell eher was mit UFOs zu tun haben. Das ist jetzt nicht ganz sicher, ich kann es nicht sagen. Hier steht aber erstmal das Verschwinden im Vordergrund und nicht die Flugobjekte. Daher haben wir es jetzt hier behandelt. Damit kommen wir zu sechstens der Bird Station. Am 7. Mai 1965 verschwand der Hochfrequenztechniker Carl R. Dich bei der Bird-Forschungsstation in der Antarktis, als er sich vom Funkhaus zur Station begab. Die Entfernung zwischen den beiden Orten betrug nur 2,1 Kilometer und die Bedingungen waren relativ gut. Es war klares Wetter bei minus 62 Grad Celsius. Ja, gut ist relativ, ne? Minus 62 Grad Celsius, das können wir uns gar nicht vorstellen. Für die Antarktis ist das aber ein gutes Wetter, schon allein, weil es klar war. Zudem waren die beiden Orte mittels eines Leitseils verbunden, damit man sich auch bei schlechtem Wetter nicht verläuft. Man hätte also quasi einen Seil, wie bei manchen Bergklips, so die Seile gespannt sind, einfach dran halten und langziehen können. Also das ist natürlich so gedacht, wenn es halt schneit und man muss halt raus und zu den Orten, dass man an den Seil entlang geht und sich nicht verlaufen kann. Er hatte, bevor er losmachte, von der Funkstation aus der Station Bescheid gegeben und als nach 45 Minuten noch immer nicht angekommen war, wurde ein Suchtrupp ausgesandt. Dieser fand seine Spuren, jedoch nicht ihn. Das Wetter verschlechterte sich nach einiger Suche, sodass Leuchtfeuer entzündet wurden und obwohl man die Suche auf einen Radius von 60 Kilometer, und das ist bei schlechtem Wetter echt Wahnsinn, zu Fuß kann man bei schlechtem Wetter ungefähr 1 Kilometer pro Stunde zurücklegen, von daher nicht viel. Also man hat sich auf jeden Fall die Reise auf 6 Kilometer ausgedehnt und dennoch blieb Dich verschwunden. Er konnte einfach nicht gefunden werden. Alles, was war, waren die Fußspuren, die auch noch nicht verschneit waren. Man konnte sie sehen, also daher weiß man halt auch, dass gutes Wetter war. Und es ist einfach so, dass sie einfach aufhörten. Sie waren Fußspuren und auf einmal waren gar keine Fußspuren mehr. Als wenn er da stehen geblieben wäre und dann einfach verschwunden wäre. Sie hörten einfach mitten im Schnee auf. Einige Tage später verschwand auch sein Hund spurlos und er gilt als heute bis vermisst, also offiziell gilt er noch nicht als tot, er gilt als vermisst.
Jedoch ist fraglich, ob nach so langer Zeit seine Leiche, die durch stetig niedrigen Temperaturen ja eigentlich gut konservieren sein müsste, nicht mittlerweile hätte entdeckt werden müssen. Warum? Naja, wir haben ja trotz allem immer Abgänge, Schnee kommt, Schnee schmilzt mehr als kommt. Und die Station ist ja trotzdem besetzt, es wird da gearbeitet, die laufen rum, die fahren mit Fahrzeugen der Gegend rum, die nehmen Proben und so weiter. Irgendwer hätte ja zumindest mal eine Leiche finden müssen, sofern die nicht irgendwie, ja, weggeholt wäre, wenn er denn da vor Ort umgekommen wäre. Spannend wird's hier. Warum fand man keine Leiche? Naja, 1971 erreichte ein Funkspruch die McMurdo-Station und der Sprecher gab an, er wäre dich. Und er hat behauptet, er war damals verschwunden und dass er noch am Leben sei. Logische Schlussfolgerung natürlich, man geht den Funkspruch nach und entdeckt 1971 dich wieder und er erzählt natürlich, was alles so passiert ist, wie er verschwunden ist, wie es alles passiert ist. Ja, das erscheint logisch, die Realität ist das aber nicht. Man bedenke, es sind 6 Jahre vergangen gewesen und deswegen hat man gesagt, auch wenn er behauptet, dich zu sein, nach 6 Jahren wäre der jedoch tot. Also hat man es als schlechter Scherz abgetan und dem Funkspruch wurde nicht nachgegangen. Einfach so. Und ich frage mich in dem Moment, wäre es denn nicht die bessere Alternative gewesen, selbst wenn es ein schlechter Scherz, wie man es glaubt, gewesen wäre, der Sache nachzugehen? Weil man stelle sich das vor, wer kommt denn bitte auf die Idee, 6 Jahre nach dem Verschwinden von jemandem, einfach einen Funkspruch loszuschicken, hey, ich bin's. Das ist weder witzig, das ist maximal kurios. Und wen interessiert, also das klingt jetzt ein bisschen hart, aber wen interessiert das nach 6 Jahren? Wenn da immer, da arbeiten ja auch verschiedene Leute, immer wieder. Das Team wechselt ja auch ab und an, ist logisch eigentlich. Da kann man auch nicht ewig aushalten. Man stellt sich jetzt vor, man ist ein Unternehmen und da ist eine relativ, sage ich mal, starke Personalfluktuation, sagen wir 25%. Und nach 6 Jahren, also 25% pro Jahr, Entschuldigung, und nach 6 Jahren, wo viel Personal fluktuierte, behauptet einfach einer, er wäre jemand, der das schon mal gearbeitet hätte. Also insgesamt halte ich das einfach für sehr absurd, dass jemand sich nach 6 Jahren noch daran erinnert und sich dann auch noch so einen schlechten Scherz erlaubt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und selbst wenn, wäre ich dem Funkspruch nachgegangen. Kann ja nicht so schwer sein. Man muss doch wissen, woher der kam. Aber okay. Die Akte ist damit offiziell geschlossen worden. Unsere nicht, unsere ist offen, aber von den entsprechenden Ermittlungsbehörden. Und auch wir springen jetzt zur nächsten Sache weiter. Und zwar zum Cape Disappointment. Das ist eine Halbinsel am nördlichen Teil der Westküste der USA, zwischen den Bundesstaaten Oregon und Washington, nahe der Stadt Astoria. Und seit 1800 sind hier mehr als 2000 Schiffe gekentert oder verschwunden, wobei von 700 Toten ausgegangen wird. Das ist statistisch ein bisschen auffällig. Viele der meisten Unglücke lassen sich auf menschliches Versagen in Kombination mit den zwei gefährlichen, da heftigen Strömungen, die hier verlaufen, zurückführen. Gut, klar, ne, es erscheint logisch, diese Kombination, dass gerade ein unerfahrener Kapitän oder jemand, der die Strömung nicht kennt, hier sehr schnell falsch manövriert und dann ist vorbei, kann man sich, denke ich, vorstellen. Es gibt jedoch aber auch Berichte, wo Schiffe oder deren Besatzung direkt vor Augenzeugen einfach verschwanden. Einen schauen wir uns nämlich jetzt an. Und zwar war es der Morgen des 7. Oktober 1883. Das Schiff hieß J.C. Cousins. Und die J.C. Cousins machte sich bereit, um ein anderes Schiff, Bark, abzuholen, um im Hafen einzulotsen. Das war ihre Aufgabe. Die Besatzung waren Kapitän, ein Koch und zwei Matrosen. Und wie geplant nahm das Schiff Kurs auf die offene See. Doch plötzlich und ohne ersichtlichen Grund wendete es und steuerte auf die Sandbank von Chatsop Spit zu. Oder Chatsop Spit. Sowohl die Küstenwache als auch Zeugen an Land beobachteten dann Folgendes. Es wurden keine Rettungsmanöver ausgeführt, der Anker wurde nicht ausgeworfen und es wurden auch keine Rettungsboote abgelassen. Was für zur Folge natürlich, wenn man auf einmal in eine Strömung gerät, auf eine Küste zutreibt und keine Rettungsmaßnahmen nimmt, ganz logisch. Das Schiff kenterte und die Zeugen berichteten weiter. Als das Schiff kenterte, wurden keine Notsignale gegeben oder entzündet und auch niemand verließ das Schiff.
Natürlich tauchte schnell die Küstenwache auf und untersuchte daraufhin das Schiff und stellte Folgendes fest: Es war kein Mensch mehr an Bord. Alle Rettungsboote waren nach wie vor vorhanden. Das Herdfeuer war entzündet und auf diesem kochte noch Essen. Und der Tisch war bereits gedeckt. Zudem haben sie das Logbuch gefunden, wo der letzte Eintrag lautete: Alles in Ordnung. Es wurde eine Suche auf dem offenen Meer gestartet, doch weder Frachtteile noch die Besatzung wurden gefunden. Später kam der Verdacht auf, dass der Kapitän samt Mannschaft bestochen wurde, um das Schiff absichtlich kentern zu lassen. Der Verdacht wurde jedoch schnell wieder fallen gelassen, da der Kapitän als loyal galt und eine unbeobachtete Flucht unter diesen Umständen als unmöglich eingestuft wurde. Die Mannschaft war einfach von einem Moment auf den anderen verschwunden, ohne Überbleibsel, alles war halt zurückgelassen, wie, ja, als wenn man gerade spontan aufbrechen musste, aus einem panischen Grund. Aber wie gesagt, es hat niemand das Schiff verlassen. Alle Boote waren noch da, man fand halt kein Anzeichen für eine echte Flucht. Damit kommen wir zu achtens, Askja Húsavík. Das fand in Island statt. Und zwar Anfang des 20. Jahrhunderts wollten deutsche Geologen den Kratersee nahe des Vulkan Askja bei der Stadt Húsavík erforschen. Ihr isländischer Führer riet den Geologen jedoch davon ab, da die Gegend, Zitat, böse und unheimlich sei. Natürlich haben sie das als Aberglaube abgestuft, kann man auch irgendwo ja verstehen, und fuhren entsprechend mit dem Boot auf den Kratersee hinaus. Anschließend konnte der Führer beobachten, wie die Geologen mit Sandboot einfach verschwanden und sich langsam Luft auflösen. Also sie wurden, ich sage mal simpel gesprochen, einfach transparent und waren dann weg. Sofort wurde eine Suche eingeleitet und der Kratersee wurde auch mit Schleppnetzen durchsucht. Die Forscher blieben jedoch unauffindbar. Dann haben wir noch den Mount Nyangani. Der liegt in Zimbabwe, Südafrika. Ehemals hieß er Inyangani und der ist dafür bekannt, dass hier immer wieder Menschen verschwinden. 1941 wurde die Bergwacht alarmiert, da eine Bergsteigergruppe nicht mehr zum Basislager zurückgekehrt war. Natürlich wurde eine Suche eingeleitet und man fand nach einigen Tagen Fußspuren, die mitten im Gletscher einfach aufhörten. Mal wieder, wie an unserer Geburtsstation war genauso, einfach ein paar Spuren im Schnee. Und ohne dass dann welche wegführen oder sie in eine andere Richtung gehen, hören die einfach auf. Die Behörden schlossen den Fall mit folgenden Worten: Verschwinden unter Umständen, welche nach Lage der Dinge nicht klar bestimmt werden können. Jetzt wird es aber spannend, das ist halt nur einer der Fälle von Menschen, die hier verschwinden. Es passiert nämlich ab und an mal. Manche sind auch einfach wieder aufgetaucht und berichteten, dass sie ziellos und verwirrt umherstolperten, ohne Hunger und Durst zu verspüren. Jetzt werden Leute mir sagen, ja Moment, das ist ein Berg. Umso höher man kommt, umso weniger Sauerstoff ist da. Das führt durchaus zu entsprechenden, ja ich sag mal, Krankheitserscheinungen, Halluzinationen und so weiter. Stimmt, mag sein. Aber wir reden hier auch von erfahrenen Bergsteigern, die sowas berichteten, die halt so wissen, worum es ging. Auch berichteten diese, dass sie zwar die Rettungsmannschaften oft sehen konnten und diesen zuriefen und zuwinkten, diese aber nicht auf sie reagierten. Es war halt so, als wenn die Retter die Verschwundenen nicht sehen oder hören konnten. Das haben die Betroffenen selbst auch so beschrieben gehabt. Also aus ihrer Sicht fühlten sie sich wie Geister oder die anderen, sage ich mal, wie Geister. Sie konnten sozusagen sie sehen, aber die anderen sie nicht. Also wie als wenn wir hier einen Dimensionsriss oder sagen wir eine Raumzeit haben, die in der Lage ist, in die unsere zu schauen, unsere Wellen wahrzunehmen, aber andersrum die Energie irgendwie blockiert würde, was natürlich nur eine Möglichkeit ist. In der Gegend ist der Tangwang-Stamm ansässig, der noch einem alten Glauben folgt und Opferrituale abhält, um die Berge zu besänftigen. Dieser wurde in den 80er Jahren beauftragt, das Ritual durchzuführen, um eine in den Bergen verschwundene Person wieder zurückzuholen. Das haben sie gemacht und einen Tag später tauchte die vermisste Person wieder auf. Diese war komplett unversehrt, hat jedoch keine Erinnerung mehr daran, wo sie die ganze Zeit gewesen war. Verrückter Zufall oder hat das Ritual tatsächlich was gebracht? Es sind ja auch schon Menschen ohne das Ritual wiedergekehrt. Das müssen wir natürlich offen lassen, da lässt sich keine kausale
Untersuchungen durchführen. Ja, und das waren jetzt ein paar spannende Berichte aus unseren Akten, die wir haben. Wie gesagt, auszugsweise, wir haben noch ein paar mehr, aber jetzt auch nicht so krass viele. Also Fälle zu Spuk und Geistern für mehrere Ordner E-Weinesketis sind halt nur ein paar Seiten, sage ich mal in dem Sinne. Mittlerweile natürlich auch digitalisiert. Und jeder natürlich hat das gute Recht, hier sich selbst ein Urteil zu bilden, ob das vielleicht alles Halluzinationen, Einbildungen waren, wo die Leute abgeblieben sind. Aber man möge auch kritisch fragen, warum hat man die nie gefunden? Wo sind die hin? Müsste es keine Leichen, Knochen etc. Reste geben? Und man sieht die Gemeinsamkeit. Leute verschwinden, tauchen manchmal wieder auf, in der Regel auch unter Zeugen. Und wenn sie wieder auftauchen, fehlt ihnen die komplette Erinnerung. Das hat schon interessante Gemeinsamkeiten und ich denke, hier liegt ein Phänomen zugrunde, was noch zu erforschen ist und vielleicht auch experimentell zu ermitteln. Und damit möchte ich die Vorlesung beenden. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat, dass es für euch interessant war und euch ein paar Sachen zeigen konnte, die ihr auch für spannend empfandet, vielleicht auch selbst was mitgenommen habt, entweder zum Erzählen oder wenn ihr selbst in dem Bereich tätig seid, Hilfestellungen, wie man da rangehen könnte. Und natürlich würden wir uns über einen Like freuen. Wie einer mal geschrieben hat, Support ist kein Mord. Ist ein toller Spruch, gefällt mir gut. Und natürlich können wir uns auch gerne in den Kommentaren austauschen, wenn ihr Kritik, Anregung oder Lob habt. Lob natürlich unterstrichen und fett, ne? Klar. Und ansonsten, wir haben auch den Link unten in unserer Videobeschreibung zu PayPal. Gerne nehmen wir natürlich auch freiwillig die Unterstützung an. Wir werden den Kanal auch nie kostenpflichtig machen. Es soll immer freiwillig sein. Aber natürlich sind wir auch ein bisschen auf Unterstützung angewiesen, weil hier steckt natürlich auch eine ganze Menge Arbeit drin. Aber das habe ich euch ja schon in diversen Videos letztens in unser Team 1000 Abo Special erklärt. Und ja, mit den Worten schließe ich. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns das nächste Mal beim nächsten Video wiedersehen bzw. hören oder lesen. Und bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser und tschüss!